Wir saßen in der Halle des großen Hotels, in einer jener Hallen, in denen es immer wie im Film aussieht. Anders tut's der Film auch nicht. Es war 5:55. Mein Partner war ein Nervenarzt. Seine Sprechstunde war vorüber und wir tranken einen dünnen Tee. Er war so teuer, dass man schon sagen durfte, wir nahmen den Tee. »Sehen Sie«, sagte er, »es ist nichts als Übung. Da kommen und gehen Sie, Männer, Frauen, Deutsche und Ausländer, Gäste, Besucher, und niemand kennt Sie. Ich kenne Sie. Ein Blick. Hübsch, wenn man sich ein bisschen mit Psychologie abgegeben hat. Ich blättere in den Leuten wie in aufgeschlagenen Büchern.« »Was lesen Sie?«, fragte ich. »Ganz interessante Kapitelchen«, er blickte mit zugekniffenen Augen umher. »Keine Rätsel hier. Ich kenne sie alle. Fragen Sie mich, bitte.« »Nun, zum Beispiel, was ist der da?« »Welcher?« »Der alte Herr mit dem Backenbart. Nein, der nicht. Ja, der.« »Der?« Er besann sich keinen Augenblick. »Das ist... Der Mann hat, wie Sie sehen, eine fulminante Ähnlichkeit mit dem alten Kaiser Franz Josef. Man könnte geradezu sagen, dass er ein getreues Abbild des Kaisers sei. Er sieht aus wie ein alter Geldbriefträger, den die Leute für gütig halten, weil er ihnen die Postanweisungen bringt. Seine Haltung, seine Allüren. Ich halte den Mann für einen ehemaligen Hofbeamten aus Wien. Einen sehr hohen sogar. Der Zusammenbruch der Habsburger ist ihm sehr nahe gegangen. Sehr nahe sogar. Ja, aber sehen Sie doch nur, wie er mit dem Kellner spricht. Das ist ein Aristokrat. Unverkennbar. Ein Aristokrat. Sehen Sie, in dem Mann ist der Ballplatz, Wien, die ganze alte Kultur Österreichs, die hohe Schule, die Sie da geritten haben, Tu Felix Austria. Es ist sicher ein Exzellenzherr, irgendein ganz hohes Tier. So ist das. Verblüffend, wirklich verblüffend. Woher kennen Sie das nur? Er lächelte zugeschmeichelt, um wirklich geschmeichelt zu sein. Wie eitel musste dieser Mensch sein. Wie ich Ihnen sage, es ist Übung. Ich habe mir das in meinen Sprechstunden angeeignet. Ich bin kein Sherlock Holmes, gewiss nicht. Ich bin ein Nervenarzt, wie andere auch. Nur eben mit einem Blick. Mit dem Blick. Er rauchte befriedigt. Und die Dame da hinten, die da am Tisch sitzt und auf jemanden zu warten scheint, sehen Sie, sie sieht immer nach der Tür. Die, lieber Freund, Sie irren sich. Die Dame wartet nicht. Sie erwartet wenigstens hier keinen. Sie wartet, ja, sie wartet schon. Auf das Wunderbare wartet sie. Lassen Sie, einen Moment. Er zog ein Monokel aus der Westentasche, klemmte es sich ein. Das Monokel fühlte sich nicht wohl und er rückte es zurecht. Das ist eine der wenigen großen Kokotten, die es noch auf dieser armen Welt gibt. Sie wissen ja, dass die Kokotten aussterben wie das Wort. Die bürgerliche Konkurrenz. Ja, was ich sagen wollte. Also eine Königin der käuflichen Lust. Minder pathetisch, eine Dame von großer, aber wirklich großer Halbwelt. Donner, Donner, Wetter, haben Sie diese Handbewegung gesehen? Ho, die frisst Männer. Sie frisst sie.
Das ist eine. Und in den Augen. Sehen Sie nur genau Ihre Augen an. Sehen Sie sie genau an. In den Augen ist ein Trauerkomplex. Ein ganzer Garten voller Trauerweiden. Diese Frau sehnt sich. Nach so vielen Erfüllungen, die keine gewesen sind, sehnt sie sich. Daran gibt es keinen Zweifel. Fraglich, ob sie jemals das finden wird, was sie sucht. Es ist sehr schwierig, was sie haben will. Sehr schwierig. Die Frau hat alles gehabt in ihrem Leben. Alles. Und nun will sie mehr. Das ist nicht leicht. Dieses verschleierte Moll. Kann sein, dass sich ein Mann ihretwegen umgebracht hat. Es kann sein, das kann ich nur nicht genau sagen. Ich bin nicht allwissend. Ich bin nur ein Arzt der Seele. Ich möchte diese Frau geliebt haben. Verstehen Sie mich, nicht lieben, geliebt haben. Es ist gefährlich, diese Frau zu lieben. Sehr gefährlich, ja. Doktor, Sie sind ein Cagliostro. Ihre Patienten haben nichts zu lachen. Mir macht man nichts vor, sagte er. Mir nicht. Was wollen Sie noch wissen, weil wir gerade einmal dabei sind? Der da, ja, der Dicke, der jetzt aufsteht. Er geht, er kommt wieder. Der mit dem etwas rötlichen Gesicht. Was mag das sein? Na, was glauben Sie? Ja, heute sieht doch einer aus wie der andere. Vielleicht einer sieht aus wie der andere? Sie können eben nicht sehen. Sehen können ist alles. Das ist doch ganz einfach. Also? Der Mann ist Weinhändler. Entweder der Chef selbst oder der Prokurist einer großen Weinfirma. Ein energischer, gebildeter Mann. Ein willensstarker Mann. Ein Mann, der selten lacht und trotz des Weines nicht viel von Humor hält. Ein ernster Mann. Ein Mann des Geschäftslebens. Unerbittlich. Hasst große Ansammlungen von Menschen. Ein Mann des Ernstes. Das ist er. Und die da, diese kleine, etwas gewöhnlich aussehende Madame. Panther, wie können Sie so etwas sagen? Das ist, Monokel, das ist eine brave, ordentliche Bürgersfrau aus der Provinz. Monokel wieder in den Stall. Eine brave Frau, Mutter von mindestens 4 Kindern. Aufgewachsen in den Ehrbegriffen der kleinbürgerlichen Familien. Geht jeden Sonntag in die Kirche, kocht für ihren Mann, flickt ihren Belgern die Hosen und Kleidchen. Es ist alles in Ordnung. Die übet Treu und Redlichkeit und weichet keinen Finger breit. Die nicht. Und der da, Doktor. Sehen Sie, das ist der typische Geldmann unserer Zeit. Da haben Sie ihn ganz. Ich könnte Ihnen seine ganze Lebensgeschichte erzählen. So klar liegt die Seele dieses Menschen vor mir. Ein Raffer. Ein harter Nehmer in Schlägen. Der lässt sich nicht unterkriegen. Gibt seine Zeit nicht mit Klimperkram ab. Liest keine Bücher. Kümmert sich den Teufel um etwas anderes als um sein Geschäft. Da haben Sie den amerikanisierten Europäer. Mit den Weibern. Himmelkreuz, es ist 6. Seien Sie nicht böse, aber ich habe noch eine dringende Verabredung. Ich muss mir gleich einen Wagen nehmen. Zahlen, die Rechnung, verbesserte er sich. Der Kellner kam, nahm und ging. Der Doktor stand auf. Was bin ich Ihnen schuldig? Fragte ich aus Scherz. Unbezahlbar, unbezahlbar. Alles Gute, also auf bald. Weg war er. Und da ergriff mich die Neugier.
Da ergriff sie mich. Noch saßen alle analysierten Opfer da. Alle. Ich schlängelte mich an den Hotelportier heran, der von seinem Stand aus die Halle gut übersehen konnte. Und ich sprach mit ihm und ließ etwas in seiner Hand gleiten und fragte. Und er antwortete. Und ich lauschte. Der österreichische Höfling war ein Nähmaschinenhändler aus Gleiwitz. Die große Hure mit dem Trauerkomplex, eine Mrs. Bimstein aus Chicago. Nun war auch ihr Mann zu ihr an den Tisch getreten, unverkennbar Herr Bimstein. Der Prokurist der großen Weinfirma war der große Clown Grock. Die pummelige Mama war die Besitzerin eines gastlichen Etablissements in Marseille. Der freche Geldmann war ein Dichter der allerjüngsten Schule. Und nur der Psychologe war ein Psychologe.